Ja, moin moin aus dem kalten Norden. Wir bauen heute die Rockinger wieder zusammen, die Hecktraverse vom Unimog, Schluck Kaffee und dann geht das los. Ja, Leute, es ist alles lackiert. Ich habe die Teile ja gestrahlt. Ich habe sie konserviert mit Rostumwandler. Ich habe sie lackiert. Den Oberlenkerhalter, das Zugmaul ist mit 2K, die Hecktraverse mit Chassislack, so wie den Rahmen auch. Jetzt bauen wir sie wieder zusammen. Ich habe den Repsatz erhalten, ich habe noch ein paar Sachen bestellt und jetzt bauen wir zusammen. Den Halter, das ist der Halter für fürs Verlagerungsgetriebe, mittlerweile auch schon eine Rarität geworden, ist teilweise nur noch im Nachbau. Die schraube ich erstmal ran, damit wir in Schraubstock gehen können, um einen vernünftigen Arbeitsplatz zu schaffen. Ja, weil hier auf der Werkbank das Zugmaul zu montieren, das macht wenig Sinn. Deswegen die mache ich kurz fest und dann sehen wir uns gleich im Schraubstock wieder. Ja, vernünftigen Arbeitsplatz im Schraubstock. Ich habe den nochmal abgespannt an der Werkbank, um dann nachher die 300 Newton aufs Zugmaul zu kriegen. Der Oberlenkerhalter, warum wir das ja alles machen, der kommt natürlich vorab erstmal ran. Wird oben mit zwei Schrauben fixiert. Hier nehme ich zwei Schrauben aus dem Fahrzeugbau mit Feingewinde und einer hohen Güte. Da würde ich jetzt keine 8er Schraube reinstecken. Da ist natürlich nachher richtig Zucht drauf und das darf auch alles gerne ein bisschen halten. Ich setze hier jetzt erstmal an. Wir müssen nachher noch ein bisschen Spiel haben, um das alles ein bisschen auszurichten. Dann kommt der Flansch von hinten ran. Das Flansch ist natürlich auch gestrahlt, lackiert, neuen Schmiernippel drin. Macht die Kanäle sauber, die gammeln gerne zu. Und den setzen wir dann von vorne mit neuen Schrauben an. Tut euch den Gefallen und verwendet neue Schrauben. Nimmt dann nicht den alten Kram. Das macht man einfach nicht. Alte Schrauben gehören dann nicht mehr ran. Wer so einen Aufriss betreibt, sollte die 10 Euro für neue Schrauben überhaben. Und ja, eine Schraube, die einmal angezogen war, die hat sich gedehnt, die hat schon eine Überstreckung, deswegen immer neu, immer. Außer bei vielleicht unwichtigen Dingen, aber hier ist es ein Oberlenkerhalter, wo mehrere Tonnen Zug drauf sind, deswegen spart er nicht am falschen Ende. So, die Schrauben für die Frontschrauben sind jetzt befestigt. Jetzt ziehen wir gleich den Oberlenker fest. Der sitzt in Position, dann vergisst man es auch nicht. Da ich hier Schrauben aus dem Fahrzeugbau nehme, kann man die auch gut anknallen. Da kann man halt richtig Bums auf die Orgel geben. Da muss mir jetzt auch keiner kommen mit 68,5 Newton oder sowas. Das sind 12er Schrauben, Feingewinde, 12, 9. Die reißt man nicht ab. Also mit einer Halbzollknarre kann man die gerne anziehen. Wenn nachher der Grubber auf der Straße liegt, da hat niemand mitgewonnen. Ja, die Basis ist geschaffen. Sie ist an der Traverse befestigt. Die Schrauben sind fest. Macht sie gleich fest, sonst vergesst ihr das. Hier kommt ihr nachher kaum noch ran, wenn das Zugmaul vorne dran ist. Deswegen kontrolliert die Schrauben lieber noch ein, zweimal. Es sind sicherheitsrelevante Teile. Da macht ihr es ein bisschen gewissenhaft. Definitiv. Wie gesagt, Anleitung gibt es im Netz zum Ausdrucken und verwendet immer Neuteile. Die Altteile, die habe ich ja ausgebaut. Das sind die Gummipuffer. Viele würden jetzt sagen, jo, das federt noch. Die 50 Euro, die sparen wir uns. Leute, das ist Müll. Ja, sowas verwendet man kein zweites Mal. Wenn es raus ist, ist es raus. Genauso wie die Mottern, die hier wirklich mit der Flex ja, bearbeitet worden ist, die hat Hersteller, sage ich mal, richtig Zug auf die Orgel gekriegt, deswegen weg damit und neu. Ja, ich habe mir jetzt ein ganzes Paket gekauft, ich habe sie nicht einzeln bekommen. Wenn noch irgendeiner eine 30er Modder braucht, schreibt mich an, habe ich da. So, jetzt kommt der Zug mal rein. Der beste Freund ist jetzt erstmal Fett. Nicht am Fett sparen. Jeder, der diese Aktion hier macht, weiß, warum er sie macht, weil der ganze Kram festgegammelt ist. Deswegen nicht am Fett sparen, hier den Bolzen mal richtig einjauchen mit Gewinde, mit allem. Das soll ja auch wieder ein paar Jahre halten.
Und wir wollen das Ding auch irgendwann wieder drehen können. Von daher nicht am Fett sparen. Und es ist schön, Kinder zu haben. Spucktücher gibt es immer. Wunderschön, wunderschön. So, laut Zeichnung fängt das hinten mit diesem Puffergummi an. Das wird ja einfach rübergestülpt, vorne weg. Da sieht man auch schön den Fettrand, wie er sich schon hochschiebt. Und ich werde auch gleich wieder Fett drauf machen. Denn ich habe keinen Bock, hier in 2 Jahren wieder zu stehen und das Tuch mal zu ziehen, weil sich wieder nichts bewegt. Dann kommt die Anschlagplatte. Die wird so hingedreht, dass die Muttern dran vorbeigehen. So, sieht man das? So, Mist, ne? So, jetzt stecken wir den ganzen Kram da gleich rein. Die Hülse schön einfetten. Ja, dadurch, dass jetzt auch eine Rostschicht in dem Zugmaul war, ist die Gefahr natürlich immer wieder sehr groß, dass diese Flächen wieder anrosten. Deswegen Fett, 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 Fett. Trockener als jetzt kann das Zeug nicht werden. Fett verdrängt Wasser und deswegen immer rin. So. Sehr gut. Wie man sieht, die Betätigung geht knapp an dem Oberlenkerhalter vorbei. Manche sagen, der Hebel muss auf der rechten Seite, man kann ihn wechseln, wenn hier noch ein Verlagerungsgetriebe ist. Und man dreht ihn beiseite, so ein Sperrter, man muss ihn da drehen können. Ich habe ihn jetzt auf der linken Seite gelassen, ich bin Linkshänder, für mich ist das einfacher. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Hier den Gummianschlag, Neuteil, 100% saugend. So soll das sein. Nebenbei hier mal ein bisschen Fett auf den Tisch geschmiert. Und auch die Teile hier, das wird alles schön eingeschmiert. Jetzt haben wir hier eine verzahnte Nase. Die wird so gedreht, dass sie hier über die Nase greift. So. Dann kommt wieder ordentlich Fett. Alles schön einschmieren hier. Dann haben wir hier den Anschlaggummi. Auch die sollte man gut einschmieren. Denn der Hersteller sagt, die Drehkraft, die man benötigt für dieses Zugmaul, ist größer 100 Newtonmeter. Das heißt, ihr braucht auf 1 Meter Länge vom Hebel schon 10 Kilo Kraft. Und wenn ihr das Zugmaul mit 2 Händen anfasst, dann ist das schon deutlich mehr. Hinten kommt jetzt noch die Anschlagscheibe ran, die den ganzen Kram hält. Und dann kommt auch schon die Mutter oben rauf. Ich habe eine neue genommen, natürlich, wie gesagt, Altteil gibt es hier nicht. Auch hier wird das alles schön eingeschmatzt. Abhauen kann sie nachher nicht, es kommt ein Spannstift vor. Und die wird jetzt mit größer 300 Newton angezogen. Ja, 300 Newtonmeter. Ist natürlich schon mal eine Ansage. Es gibt auch Leute, die sagen handwarm bei einer M30. Der Schlagschrauber hier, der macht angeblich 1050 Newton. Auf Stufe 2 macht er ca. 300. Ich ziehe den jetzt erstmal an, bis ich der Meinung bin, das müssten so um die 300 sein. Ja. Und natürlich wird es jetzt den einen oder anderen geben und sagen, ah, das muss ja alles mit dem geeichten Drehmomentschlüssel sein. Ja, wäre geil, habe ich aber nicht. Weil die meisten, die einen Drehmomentschlüssel haben, ja, die hören bei 240 auf, das ist die Standardvariante. Deswegen kann man es auch anders machen. Das Ding kriegt 300 Newton. 300 Newton sind 30 Kilo auf Meter. Ich habe hier eine 3/4 Zoll Verlängerung, die ist 1 Meter lang. Wenn ich die heraufsetze, wie gesagt, der Hebel hier ist 1 Meter lang, 300 Newton sind 30 Kilo am Ende. Ich habe eine Gewichtsplatte vom IHC, die wiegt 32, 33 Kilo. Wenn ich die jetzt hier einmal raufhänge
und ich belaste die voll und die bleibt so hängen, habe ich 300 Newtonmeter. Ja, man kann jetzt auch eine Körperwaage nehmen, sich da eine Fußschlaufe reinziehen und so lange ziehen, bis man da 30 Kilo drauf hat. Die Kronmutter muss jetzt eh weiter gedreht werden, bis der Splint passt. Das sind hier ungefähr noch 3-4 mm. Und diese 3-4 mm, das ist schon richtig Kraft. Von daher wird sie nicht abfallen. So. Fest ist sie und abfallen wird sie auch nicht. So, zur Sicherung kommt jetzt ein 6 mm Splint rein. Der muss schon zur Mutter passen. Nehmt ihr jetzt nicht irgendwas, was ihr gerade in der Werkstatt liegen habt. Nicht irgendwelche Federsplinte oder sowas. Das ist Murks. Das muss schon was Vernünftiges sein. Und da sollte man sich schon so ein bisschen dran halten. Da jetzt alles befestigt ist, werde ich auch hier den ganzen Bereich schon mit Fett vollschmieren. Ja, wo Fett ist, gibt es schon mal kein Wasser. Kein Wasser heißt kein Rost. Und ob ich es sein werde oder irgendjemand, der wird sich freuen. Weil das hier, das ist schon eine ganz schöne Prügelei, wenn das alles festgegammelt ist. Aber die Teile gibt es noch ganz gut. Es gibt viele Firmen und Händler in Deutschland, die Teile wirklich noch vertreiben. Und kostet nicht die Welt. Genau. Was oft das Problem ist, dass die Manschette hinten fehlt. Das ist ein Staub, Dreck, Schmutzschutz, Wasserspritzschutz. Der wird hier raufgezogen. Somit ist das alles abgedichtet. Und die Rockhänger ist wieder zusammen. Ich will das hier noch mit dem Fettnippel auch noch mit Fett wieder versehen. Es ist zwar alles geschmiert, aber dann ist auch der Kanal mit Fett voll und kann auch da nicht rosten. Man sieht hier schön, dass das Fett schon rausdrückt. Das System ist jetzt wirklich voll geknallt damit und das gibt es keine Probleme mehr. Traverse ist wieder zusammen, Oberlenkerhalter ist montiert, ein originaler, nochmal dickes Danke an Basti, der ihn mir vermacht hat. Die Kupplung lässt sich wieder sauber drehen, Knauf habe ich gerade angeklebt. Typenschild kommt jetzt noch rauf, gehört einfach dazu. Ohne Typenschild ist auch ein bisschen scheiße. Wie gesagt, die Altteile, vergesst es, kauft die neue. Macht's gewissenhaft. Es hängt ein Anhänger dran, bis zu 22 Tonnen an der Bude. Das muss alles sehr sauber und gewissenhaft durchgeführt werden. Ich habe das Zugmaul auch aufgehabt, habe alle Teile geprüft, habe das alte Fett einmal rausgenommen, neues Fett rein, die Mechanik geprüft, dass es alles läuft. Und somit ist auch die Baustelle abgeschlossen und genau, habt da keine Angst vor. Man muss halt nur vernünftiges Werkzeug haben und ein bisschen Wissen und dann geht das. Wie gesagt, Unterlagen gibt es im Netz, ist immer ganz gut. Da stehen alle Anzugsdrehmomente, Normteile wie Schrauben und Co. drinne. Und ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt dran, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, gerne einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video.